Wir wollen uns heute einmal WatchOS 10 anschauen und was sich da alles getan hat im neuen Apple-Update für Smartwatches. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das hier ist mein Lieblings-Apple-Watch. Face, so heißt das, mein liebstes Ziffernblatt. Ich versuche das nochmal kurz scharf zu stellen. Das heißt, glaube ich, modular analog oder so. Und das liebe ich wirklich, weil das eben schwarz ist und weil das schön bunt ist. Also, ich kann euch das mal zeigen. Wenn wir hier auf die Watch drauf schauen, lang drauf tappen, meine ich, und das Ganze auf Bearbeiten klicken. So, dann können wir hier verschiedene Komplikationen ändern. Wir können aber auch die Farbe der Watch verändern. Die Farbe von dem Watch Face. Also, wir können auch sagen, rot das Ganze, blau etc. Und ich mochte am allerliebsten, oder weiß. Weiß ist auch sehr interessant, finde ich. Das sieht dann so aus. Und ich mochte am liebsten immer das schwarze Watch Face, weil das dann so schön bunt ist und so schön, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, passt auch gut zu meinem Armband. Das sieht so aus. Insgesamt war das für mich immer die beste Einstellung irgendwie. Das gefällt mir einfach am besten von allen Watch Faces. Manchmal muss ich auch präzise wissen, wie viel Uhr es genau ist und anstatt, dass ich da jetzt so ganz nah an die Uhr gehe, um irgendwie mir die Minuten zusammen zu tüfteln, wechsle ich dann auf dieses Watch Face. Das finde ich auch sehr schön und hier habe ich auch Aktivität, Wetter, Akku, Sonnenuntergang und die Windgeschwindigkeit als sogenannte Komplikationen festgelegt. Fand ich auch sehr gut, finde ich immer noch gut und jetzt gibt es neue Watch Faces, zu denen kommen wir gleich. Apple hat aber die Art und Weise, wie man die Watch Face bedient, grundlegend überarbeitet. Früher konnte man zum Beispiel von oben nach unten ziehen, also von rechts oben nach unten, wenn mich nicht alles täuscht, und dann ist man direkt in die Schnelleinstellungen gekommen. Das geht jetzt nicht mehr. Wenn man jetzt in die Schnelleinstellungen will, dann drückt man einmal den Power-Knopf und dann kommt man zu den Schnelleinstellungen und hier kann man eben so Dinge einstellen wie Lautstärke, Walkie-Talkie-Funktion und was weiß ich. Ich merke gerade, ich muss mich hier dringend konzentrieren bei dem, was ich mache. Sonst mache ich Dinge, die ich nicht will. Genau, also Walkie-Talkie machen wir wieder aus. Den Ton machen wir mal an. Zu diesem Menü kommen wir, wenn wir einmal den Power-Knopf drücken. Genau, und nochmal drücken, dann kommen wir wieder zurück. Wenn wir die Krone drücken oben, dann kommen wir zu den Apps, die jetzt, glaube ich, standardmäßig in einer Listenansicht angezeigt werden. Warum weiß ich nicht, das kann man aber in den Einstellungen umstellen, so dass man wieder ganz viele kleine Kreise hat, wer es denn braucht. Und was jetzt wirklich neu ist, ist die Funktion hier am Rad zu drehen, an der Krone zu drehen. Wohlgemerkt nach oben, nach unten passiert nämlich gar nichts. Wenn ihr nach oben dreht, dann kommt jetzt so ein Widget-Stack. Da seht ihr ganz oben links Datum und Wochentag sowie die Uhrzeit rechts. Dann kommen Tipps, dann kommt der Kalender. Dann kommt das Wetter, dann kommt die Aktivität, dann kommen erledigte Aktivitäten sozusagen. Und hier unten haben wir einen Schnellzugriff auf Musik, Training sowie Nachrichten. Und wir kommen zu allen Apps und wenn wir das drücken, dann kommen wir wieder in die Listenansicht oder wahlweise eben in die andere Ansicht. Das ist ziemlich cool. Also ich habe dieses Watchface hier so sehr geliebt, weil es so viele Komplikationen bietet und so viel Informationen auf einen Blick, die ich brauche. Also hier zum Beispiel auf der analogen Variante, was ich jetzt nicht unbedingt brauche, ist hier rechts der Sonnenstand, aber unten sind öffentliche Verkehrsmittel, oben kommen wir zum Wetter und links zu den Erinnerungen. Ja, das brauche ich, genauso wie den Wochentag, ganz oben rechts die Temperatur, oben links den Akkustand und die Aktivitätsanzeige unten. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Und dadurch, dass wir jetzt eben das Rad nach oben drehen können, um dann unseren Widget Stack aufzurufen, der uns mehr oder weniger die gleichen wichtigen Informationen bietet, dadurch brauche ich jetzt gar nicht mehr so ein kompliziertes Watch Face. Für mich persönlich habe ich herausgefunden. Und wir können das hier jetzt, diesen Widget Stack, können wir glaube ich auch bearbeiten, indem wir lang draufklicken auf den Stack und da sehen wir dann Tipps oben. Wir sehen das angepinnte Wetter. Das habe ich schon mal vorher angepinnt alles, weil mir das
sehr wichtige Informationen sind. Wir sehen Kalendereinträge, Aktivitäten, was wir heute erledigt haben. Das ist Quatsch, das brauche ich nicht. Also noch nicht. Dann können wir hier auch die Apps, die hier standardmäßig drauf sind, ändern, glaube ich, oder entfernen zumindest. Und wir können auf Plus klicken und können uns dann neue Widgets hinzufügen. Das Wetter-Widget haben wir schon drin. Empfohlene Widgets. Dann haben wir hier alle Apps. Achtsamkeit, Aktien, Aktivität, Astronomie, Erinnerungen. Geräusche, Herzfrequenz. Geräusche können wir ja mal theoretisch hinzufügen. Ja. Das wurde jetzt hinzugefügt und zwar ganz unten in der Liste. Was können wir noch machen? Herzfrequenz, Hörbücher, jetzt läuft, können wir auch mal hinzufügen, einfach aus Testgründen. Und da könnt ihr die ganzen Widgets mal durchgehen. Die Widgets wurden anscheinend auch überarbeitet. Kompass. Der Kompass soll auch einige neue Funktionen bieten. Maximale Anzahl von Widgets erreicht. Ihr könnt also nur so und so viele Widgets hinzufügen. Das wusste ich auch nicht, beziehungsweise ich habe das sogar mal gelesen, aber dann wieder verdrängt. Das ist schon eine Weile her. Um jetzt neue Widgets hinzuzufügen, müssen wir wieder welche entfernen. Zum Beispiel die Jetzt läuft Funktion. Und da gucken wir nochmal schnell durch, was es noch so gibt. Neben Jetzt läuft eben Kalender, Kompass, Kurzbefehle, Medikamente, Musik, Podcast, Schlaf, Stoppuhr, Timer, Tipps, Training, Wallet, Wecker, Weltuhr, Wetter. Also das ist schon gar nicht so schlecht, wie das im Moment konfiguriert ist. Deswegen nehme ich mir die Jetzt-Läuft-Funktion auch nochmal rein, um die, wie gesagt, mal zu testen. So, das war's. Fertig konfiguriert das Ganze. Und wenn wir unseren Stack jetzt aufrufen, dann haben wir immer noch den gleichen Stack mit dem Unterschied, dass unten eben auch die Lautstärke angezeigt wird und der Kompass. Auf den können wir jetzt wieder draufklicken. Dann bekommen wir hier weitere Informationen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so detailliert drauf eingehen möchte, auf die neuen Kompass-Funktionen, aber das ist hochinteressant, dass es überarbeitete Apps gibt. Ich denke, das ist interessant zu wissen. Schaut euch die mal an bei Gelegenheit. Hier habe ich gerade durch Zufall eine Hänsel- und Gretel-Funktion gefunden. Backtrack starten. Die Apple Watch kann deine Route aufzeichnen, falls du dich verlaufen solltest. Das ist sehr praktisch. Das geht eben über den Kompass. Ganz links haben wir noch Symbole etc. Ich glaube, diesen Kompass zu erklären, der mich sehr interessiert, das würde wieder ein eigenes Video mit Inhalten füllen. Das möchte ich jetzt hier an der Stelle nicht auf die Spitze treiben. Ich wollte mir nur mal die augenscheinlichsten neuen Funktionen eben von der Apple Watch anschauen. Und dadurch, dass ich jetzt einen Widget-Stack habe, der mir im Prinzip alle Informationen bietet, die ich halt hier auch als Komplikationen im Watchface habe, habe ich mir gedacht, könnte ich mir natürlich auch ein weniger kompliziertes Watchface raussuchen und bei der Gelegenheit möchte ich euch gleich noch zwei oder drei neue Watchfaces vorstellen. Die sind, denke ich, alle neu. Das hier ist das Pastel Watchface, das gefällt mir sehr gut. Da gibt es immerhin vier Komplikationen, nämlich Temperatur, also könnt ihr natürlich wie immer alles einstellen. In meinem Fall sind das oben links Temperatur, oben rechts das Datum, unten links Akkustand und unten rechts Aktivitätsanzeige. Und das sind so interessante Pastellfarben hier. Schaut mal, wie die Uhrzeit, ich hoffe, das ist einigermaßen scharf, wie sich das bewegt und wie das alles aussieht. Das hier ist die Regenbogenvariante in Pastellfarben irgendwie eben. Und da gibt's, könnt ihr hier die Komplikationen einstellen oder wenn ihr nach links swipet, auch die Farbe. Und da könnt ihr auch ganz andere Farben einstellen, zum Beispiel Pink, Silber, Mitternacht und so weiter und so fort. Wir nehmen einfach mal Mitternacht, einfach um es uns mal anzusehen. Mitternacht sieht jetzt so aus. Auch das ist ein schönes Watch Face, wie ich finde. Aber wie gesagt, die Regenbogen-Variante, die finde ich halt wie immer angenehm bunt, wenn auch Pastellfarben. Und auch die passt zu meinem Armband. Das ist so ein bisschen eine abstrakte Uhr mit den vielen Farben und so. Keine Ahnung, kann man sich aber dran gewöhnen. Ich finde die sehr hübsch eigentlich, so aus optischen Gründen, modischen Gründen, wie auch immer. Jetzt habt ihr gerade gesehen, wenn man nicht drauf schaut auf die Uhr, beziehungsweise wenn man sie nicht aktiv nutzt, dann dunkelt sich die auch ab und ich glaube auch, dass die im Lauf des Tages ihre Farben ein bisschen verändert. Also die finde ich wirklich toll. Oder das Ziffernblatt vielmehr. Das Pastell-Ziffernblatt, das übrigens Palette heißt und nicht
Pastell. Und dann habe ich noch ein tolles Ziffernblatt entdeckt. Das ist so ein bisschen seriöser, so ein bisschen business-like. Hier sehen wir nur wirklich Wochentag, Datum und Aktivitätsanzeige. Das könnte ich auch noch durch die Akkuanzeige ersetzen, wenn ich so drüber nachdenke. Jetzt habt ihr gerade gesehen, wie das Ganze abgedunkelt aussieht. Und eigentlich so beim Arbeiten oder so habe ich jetzt, reicht mir das. Da habe ich oben immer noch einen Punkt, wenn ich eine neue Nachricht bekomme. Und das sind aber die wichtigsten Informationen, die ich auf einen Blick so bei der Arbeit brauche. Und wenn ich dann wissen will, wie es Wetter wird, dann kann ich ja hier immer noch in meinen Widget-Stack gehen. Also das finde ich an sich gut. Hier könnt ihr natürlich auch die Farben ändern. Von Gold bis Rot ist alles dabei. Hunderte Farben. Ich weiß nicht wie viel, aber es gibt reichlich Auswahl. Ich habe mich jetzt hier mal für die Anthrazit-Version entschieden. Ich bin noch in der Testphase. Und dann gibt es noch die Snoopy-Uhr. Die ist ebenfalls neu und die könnt ihr euch auch verschieden konfigurieren. Also ihr könnt zum Beispiel sagen, wo wollt ihr die Ziffern haben? Wollt ihr überhaupt Ziffern haben? Da könnt ihr auch noch ein paar Kleinigkeiten konfigurieren. Jetzt ist es abgedunkelt, jetzt schläft Snoopy. Das ist auch eigentlich ne schönes Ziffernblatt. Sonntagsspaß, Peanuts. Ja, also hier gibt es verschiedene Stile, die man jetzt mit dem Rad wieder durchscrollen kann. Mir gefällt das hier ganz gut mit den Zahlen außen. Und im Bereich Farbe könnt ihr natürlich auch noch was einstellen. Wir haben aktuell Sonntagsspaß eingestellt. Da gibt es aber auch in Violett, Lunar, Rosa, Rot, bla bla bla. Alle nur erdenklichen Farben. Wir bleiben mal beim Sonntagsspaß. Finde ich, ist auch eine schöne Wort, die sich aber doch irgendwie, ja, weiß nicht, ich bin nicht so ein riesen Snoopy-Fan. Eher eine Kinderuhr. Ich glaube, eine Mickey Maus. Mickey Maus Ziffernblatt gibt es auch noch, habe ich gesehen. Das gibt es auch schon länger, das ist nicht neu. Aber ich glaube, dass diese drei Watchfaces neu sind. Und mir gefällt das ganz gut. Und ich habe viel Schlechtes über das neue Bedienkonzept von der Apple Watch gelesen und dachte, oh mein Gott, die schmeißen alles über den Haufen. Was soll denn das? Geht's noch? Aber ich habe mich jetzt innerhalb von einem Tag daran gewöhnt. Mir macht das Spaß. Ja, und wahrscheinlich gehen wir demnächst noch auf weitere Neuerungen ein. Bezüglich Smartwatch, vielleicht auch zum iPhone. Vielleicht mache ich da auch mal wieder ein Video zu dem Thema. Für dieses Video soll es das aber erstmal gewesen sein. Die augenscheinlichsten neuen Funktionen der Apple Watch, WatchOS 10 ist das. Wie gefällt es euch? Hinterlasst mir gerne mal einen konstruktiven Kommentar zu dem Thema. Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.